Um einen Laufwettbewerb durchzuführen, braucht man kein Stadion. Das dachten sich auch die Organisatoren des Sparkassen-Stadtlaufes im Jahr 2009. Seitdem zieht diese Veranstaltung Läufer aus der Region wie ein Magnet ins Zwickauer Zentrum. In diesem Jahr gibt es nun die 12. Auflage dieser beliebten Sportveranstaltung. Am 9. Oktober wird die Innenstadt wieder Wettkampfort für Walker und Läufer der verschiedensten Altersklassen. Das war der Start zum Sparkassen-Stadtlauf 2019. Wie immer sehr gut besucht und attraktiv auch für die Zuschauer. Von den Bambinis bis hin zu den Erwachsenen, von den schnellen Läufern bis zu den Nordic Walkern. An diesem Tag ist Zwickau und Umgebung auf den Beinen. So ging es durch bis 2019. Dann mussten die Sportler erst einmal auf das Event verzichten. Aber wenn Dietmar Hallbauer wieder darf, dann legt er los. Und so konnte er auch für dieses Jahr einen Sparkassenlauf ankündigen. Am 9. Oktober ist die Innenstadt Zwickaus wieder Läufermeile. Und auch in diesem Jahr gibt es zahlreiche Unterstützung. So ist die Westsächsische Hochschule nicht nur mit Teams vertreten, auch Infrastruktur wird bereitgestellt. Also ganze Anmeldungen und so weiter findet bei uns in der Mensa statt. Bei uns können sich die Sportler umziehen. Also wir haben die Umkleidekabinen, die sanitären Einrichtungen. Und das ist eigentlich unser Beitrag für dieses Event. Die derzeitige Situation hat natürlich auch zu Veränderungen geführt. Zum einen führt die Baumaßnahme am ehemaligen Schockenkaufhaus zu einigen Einschränkungen. Zum anderen mussten einige, auch größere Sponsoren, ihre Unterstützung verkleinern bzw. ganz einstellen. Andere aber sind wieder dabei, so wie die Barmer, die wieder die Firmenläufe ausrichtet. Und es wurden neue Sponsoren gewonnen. So gibt es in diesem Jahr die Volkswagen Sachsen Schülerläufe, sowie die Wettbewerbe um die sportlichste Kindereinrichtung und die sportlichste Schule. Und auch wenn Volkswagen allgemein eher für das Autofahren zuständig ist, für den Sport hat man auch hier ein Herz. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind, dass wir mit unterstützen dürfen. Wir sind uns bewusst als großer Arbeitgeber in der Region. Unsere Mitarbeiter wohnen hier mit ihren Familien. Die arbeiten und wohnen hier. Und deshalb ist uns das gesellschaftliche Leben, die Entwicklung, Kultur, Sport in der Stadt Zwickau natürlich besonders wichtig. Und wir wollen natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter aktiv mit teilnehmen. Und das fördern wir ganz aktiv. Hauptsponsor und Namensgeber ist auch in diesem Jahr die Sparkasse Zwickau. Das heimische Kreditinstitut ist von Anfang an dabei, meist nicht nur als Sponsor. Ein eigener Stand und auch eigene Teams gehören schon immer zum Engagement des Unternehmens. Wir wollen natürlich für regionale Events auch parat stehen. Und der Stadtlauf hat eine gute Tradition mittlerweile. In den letzten Jahren waren immer über 1000 Teilnehmer da. Das zeigt, Zwickau ist auch über Stadtgrenzen hinaus bekannt. Und es tut unserer Stadt gut, wenn hier was stattfindet. Und insofern sind wir als Sponsor und Namensgeber des Sparkassenstadtlaufs natürlich gerne bereit, auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Und ich freue mich, dass er wieder stattfindet. Und ein großes Dankeschön auch an den Cheforganisator, der das erstmal alles von den Rahmenbedingungen ermöglicht, Dietmar Hallbauer. Ohne den würde es wahrscheinlich den Sparkassenstadtlauf in der Qualität auch nicht geben können. Dabei zeichnet die derzeitige Situation schon einige Sorgenfalten ins Gesicht des rührigen Organisators. In der gesamten Laufszene ist derzeit ein Rückgang der Teilnehmerzahlen von bis zu 30% zu verzeichnen. Das liegt zum einen an den gestiegenen Kosten für Anfahrt und Übernachtung bei bundesweit ausgeschriebenen Veranstaltungen, zum anderen auch daran, dass einige Veranstalter ihre Teilnehmergebühren drastisch erhöht haben. Davon ist der Zwickauer Sparkassenstadtlauf glücklicherweise nicht betroffen. Die Gebühren werden nur ganz geringfügig erhöht und 1 Euro pro Starter bei den Erwachsenen geht als Spender an die ukrainische Partnerstadt Wolodymyr. Für Kitas gibt es noch einige Besonderheiten, wie wertvolle Sachgutscheine. Außerdem entfallen für die Kitas, die sich zeitgemäß bis zum 30. September angemeldet haben, die Startgebühren. Für alle diejenigen, die mit dem Auto zur Veranstaltung anreisen, ist natürlich die Tiefgarage am Kornmarkt die erste Wahl. Aber auch das City-Parkhaus ist eine gute Parkmöglichkeit und ganz ehrlich, auch der Parkplatz am Brückenberg liegt nicht gerade außerhalb der Welt. Die Organisatoren sind sich sicher, auch in diesem Jahr die Tausender-Marke bei den Anmeldungen zu erreichen. Mehr als 300 Anmeldungen sind es bereits. Online kann man sich noch bis zum 5. Oktober anmelden. Den Link dazu gibt es auf der Seite der Stadt Zwickau. Und selbstverständlich kann man sich gegen eine Nachmeldegebühr auch am Veranstaltungstag anmelden. Und für alle, die ihre Strecke absolvieren, gibt es in diesem Jahr die Finisher-Medaille mit dem August-Rusch-Museum.